Ich mache ja viel mit, aber wenn man mir irgendwelche Dinge vorwirft, dann geht's. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, YouTube Deutschland hasst Karl S. Ja, alle hassen Karl S. Zumindest sieht es irgendwie so aus auf YouTube. Und ich fühle mich einfach danach, dazu einfach mal was zu sagen. Und darum geht es in diesem Video. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, mein Name ist Daniel, herzlich willkommen. Auf diesem Kanal geht es um Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Du darfst mir gerne folgen, kostenlos abonnieren, dann bist du mit dabei. Schreib mir gerne nochmal in die Kommentare, dass du neu auf dem Kanal bist, dann kann ich dich herzlich willkommen heißen. Ja, ich glaube, drüber reden, wer Karl S. ist, müssen wir nicht mehr. Ich glaube, die meisten kennen ihn, egal ob sie jetzt aus irgendwelchen Mount Everest Songs ist. Ich bin Kalash und Mount Everest. Oder aus irgendwelchen Memes oder vielleicht auch ganz aus der Vergangenheit von Anfang an. Und ich möchte euch mal eine bisschen andere Perspektive zu diesem Thema zeigen und halt meine ganz persönliche Meinung. Und ganz am Ende des Videos gibt es dazu eine Lehre, die ihr sowieso immer in eurem Leben beherzigen solltet. Punkt Nummer 1 ist schon mal, so Leute, die jetzt wie Tim Inscope oder jetzt Unge oder was weiß ich, wer dann noch alles auf Karl reagiert hat. Ich finde es erstmal sehr, sehr komisch, warum sich Leute aus einer Nische der Unterhaltung eine Meinung zu jemandem erlauben, der aus einer ganz anderen Nische kommt. Also ich finde einfach, da kann niemand wirklich urteilen und da kann auch niemand wirklich jetzt sagen, okay, das, was der macht, ist irgendwie scheiße oder das, was der macht, ist falsch oder der verarscht die Leute oder was auch immer. Natürlich können die irgendeine Meinung haben, aber ich finde immer, wenn Leute sich aus unterschiedlichen Nischen irgendwie bekriegen, da fehlt irgendwie beiden Parteien so ein bisschen die Argumentationsgrundlage. Wenn ich jetzt jemandem sage, hey, hör mal zu, dein Push-Up ist kacke oder du machst den falsch oder ich würde sagen, hey, dein Push-Up, du könntest den noch verbessern, und er kommt auch aus der Fitnessbranche, dann können wir darüber diskutieren und sagen, okay, warum, weshalb, wieso. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt Nummer 2 ist natürlich, dass diese zwei Kanäle auch noch total unterschiedliche Zielgruppen haben. Das heißt, wenn ein Unge irgendwie seiner Zielgruppe etwas erzählt, wo natürlich sehr wahrscheinlich viele jünger sind, viele sich eher so für Gaming, Unterhaltung etc. interessieren, die können natürlich wahrscheinlich gar nicht verstehen, was Karl auf seinem Kanal zum Beispiel macht. Die sehen dann nur, okay, der fährt irgendwie ein dickes Auto, irgendwie scheint der Geld zu haben und vielleicht fragen die sich, woher kommt das? Und dann kommt halt so ein Unge daher und sagt, ja, so seine komischen Anspielungen auf scheinheilige unternehmerische Tätigkeiten, was weiß ich. Und dann ist natürlich leichter für die Jugendlichen zu glauben, dass das wirklich alles irgendwie fake ist oder alles irgendwie scheinheilig. Weil wenn ich jetzt ein Jugendlicher bin mit 16, 17, 18 Jahren, der sagt, okay, der Typ hat irgendwie voll viel Kohle und ich weiß überhaupt nicht, wie er das überhaupt angestellt hat und ich hätte das aber auch gerne, dann ist natürlich immer einfach zu sagen, ja, der faked das alles nur, das stimmt nicht oder der hat irgendwelche Leute abgezogen. Es ist natürlich viel, viel einfacher, das zu sagen, als statt sich selber einzugestehen, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen faul ist oder andere Sachen tun sollte. Aber erstmal zu einem anderen Punkt und zwar meinem persönlichen Bezug zu Karl. Und ich verfolge ihn ziemlich, ziemlich lange schon. Und zwar noch in der Zeit, wo er Fitness-Content gemacht hat. In der Zeit, muss ich einfach sagen, hat er mir extrem weitergeholfen. Er hat super viel Content for free rausgehauen. Ob das jetzt alles noch top aktuell ist, was da mittlerweile an Studien dann wieder rausgekommen ist und irgendwelche Methoden von ihm vielleicht widerlegt haben, ist eine ganz andere Sache. Aber er hat mir übelst übertrieben weitergeholfen. Ich habe mir wirklich mega viel von ihm reingezogen. Das klingt jetzt wie so ein kleiner Fanboy. Aber er hat einfach wirklich fast täglich Sachen hochgeladen. Und man hatte immer neuen Input in Sachen Fitness, Ernährung und Co. Das alles war kostenlos. Ja? Jeder konnte darauf zugreifen. Und jeder konnte davon was lernen.
Viel anders ist es auf seinem jetzigen Kanal eigentlich auch nicht. Klar ist dann ein bisschen mehr Werbung als früher und er verkauft auch sehr, sehr direkt. Er geht sehr direkt auf die Leute zu und macht keinen Hehl darum, dass er Sachen verkauft. Aber auch jetzt ist es so, du kannst dir die Sachen anhören, seine Perspektive annehmen oder deine Informationen rausziehen aus seinem Content, die dich vielleicht weiterbringen oder die dich irgendwie inspirieren. Und was du damit machst, ist halt ganz allein deine Sache. Ob du dann seine Programme am Ende kaufst oder nicht, ist auch deine Sache. Ob du ein Merch von irgendeinem Julian Bam oder von irgendeinem anderen YouTuber kaufst, ist auch deine Sache. Der wird aber auch nicht verurteilt, wenn er 1 Million oder noch mehr Abos hat und davon kaufen dann 100.000 Leute dann das Merch und davon hat er richtig viel Kohle gemacht. Da redet irgendwie keiner drüber. Was ich schlussendlich damit sagen möchte, ist, niemand zwingt dich, irgendwie was von ihm zu kaufen, wenn er Werbung für irgendwas macht. Ich zwinge dich auch nicht dazu, bei LSP was zu bestellen, sondern ich gebe dir einfach einen Rabattcode und wenn du Sachen bestellen möchtest da oder Sachen eh brauchst, dann kannst du 15% sparen, mich supporten, die Firma supporten und das war's. Ist so Win-Win für alle letztendlich. Zum Thema Nico und Tim. Ich kenne natürlich auch die alten Videos von denen und ich habe den Beef so ein bisschen verfolgt und da wird niemand von den Außenstehenden jemals wirklich wissen, was Sache gewesen ist. Das heißt, es gibt einmal Karls Seite, es gibt Nikos und Tims Seite, wobei ich Nico fand, er war sehr, sehr human in dem Livestream. Also war echt nicht wild, was er so gesagt hat. Tim wurde schon so mehr emotionaler. Vielleicht, weil er irgendwie da mehr betroffen war, keine Ahnung. Aber es kann natürlich gut sein, dass da irgendwas mal schiefgelaufen ist. Karl war auch übertrieben jung, er war damals jünger als ich jetzt bin und da macht man halt einfach auch Fehler. Und wenn das mal, wenn du Karl jetzt als den Chef von den beiden mal dahinstellen würdest, ja, wie viele von euch da draußen haben sich schon mal über ihren Chef irgendwie beschwert und mal gesagt, boah, mein Chef hat dies, mein Chef hat das, ich finde diese Idee scheiße, ich finde das scheiße, der hat mich da scheiße behandelt, zu schlecht bezahlt werde ich sowieso und diese Aktionen gibt es doch täglich draußen. Jetzt wird es aber nur auf YouTube halt irgendwie ausgetragen. Und dein Chef, du würdest halt nicht deinen Chef auf YouTube gerade fertig machen. Dein Chef würde wahrscheinlich auf YouTube nicht antworten. Darüber hinaus würde es wahrscheinlich auch niemanden interessieren, weil die zwei Leute nicht bekannt sind. Das heißt, Leute, die immer im Mittelpunkt stehen irgendwie oder in der Öffentlichkeit stehen, ist natürlich viel interessanter, weil mehr Leute die kennen. Aber diese Situation, dass von einem Arbeitsverhältnis oder einem Vertragsverhältnis einer geschäftlichen Partnerschaft, dass da irgendwie Streitigkeiten entstehen und dass da Sachen gesagt werden, die nicht ganz cool sind, weil es irgendwie emotional wird oder dass irgendwelche Parteien sich unfair behandelt fühlen. Das passiert jeden Tag in jedem Angestelltenverhältnis, meiner Meinung nach auch. Dann zu dem Thema, das immer dargestellt wird, er würde die Sachen alle nur faken. Ja? Nehmen wir mal an, er faked wirklich die ganzen Geschichten so und alle Autos sind geleased, aber was ist ja... Ich würde auch, wenn ich so eine Firma hätte wie er, würde ich halt auch mein Auto leasen. Also meine Familie zum Beispiel ist auch selbstständig und alle haben ihr Auto geleast. Und da ist irgendwie nichts Verwerfliches dran, finde ich. Aber mal ganz davon abgesehen, findet ihr, wenn ihr euch Karl anschaut, findet ihr, er sieht irgendwie unglücklich oder schlecht aus oder geht es irgendwie kacke? Nee, eher weniger. Eher geht es ihm gut. Und er kann auf jeden Fall, egal was er macht und egal was davon echt oder fake ist, er kann davon mega gut leben und ihm geht's gut. Und wahrscheinlich geht's ihm besser als mir, finanziell gesehen. Es geht ihm auch wahrscheinlich besser als vielen anderen Leuten da draußen. Und in Deutschland ist es so eine Gesellschaft, wir sind so, wir gönnen den anderen nichts und dann mögen wir jemanden ganz schnell nicht. Und das ist einfach so ein Ding, da ist dann, spielen dann die Emotionen mit und Neid und so weiter. Aber letztendlich, Leute, so... Meint ihr, die ganzen YouTuber, die flexen mit ihren Sachen, was sie so haben, haben sie sich alle gekauft? Nein, ganz viele Sachen bekommen sie durch Sponsorings zum Beispiel. Auch ich habe viele Sachen, die ich nicht mehr gekauft habe, die ich einfach durch irgendwelche Werbedeals oder was weiß ich bekommen habe. Hinterfragt auch mal die anderen Leute, denen ihr so folgt und schaut mal aus einer geschäftlichen Perspektive darauf. Prinzipiell weiß ich natürlich, dass viele Karl S. nicht mögen wegen seiner Art, weil er einfach krass direkt ist. Aber ich glaube, es war auch irgendwo sein Ziel, so von Anfang an so ein bisschen zu polarisieren.
Allein dieses, das Anfangargument, ja, veganes Bodybuilding, da wurde ja immer gesagt, das geht nicht. Und schon damit hat er ja polarisiert damals. Und viel anders macht er es ja im Endeffekt heute auch nicht. Und auch viele andere Leute polarisieren. Zum Beispiel, nehmen wir mal Trump. Trump wird von den Medien ja vollkommen zerrissen. Aber auf der anderen Seite hat er auch viele positive Dinge gemacht. Es gibt eine Liste online, wo drin steht, was er alles so umgesetzt hat. Und nicht alles ist schlecht, aber die Medien, in Medien sind jetzt die anderen YouTuber, zerlegen ihn einfach komplett, sodass, wenn du in Deutschland irgendjemanden fragst, dass jeder erstmal sagt, ja, Donald Trump ist scheiße. Aber er hat dann meistens nicht mal nachgedacht und einfach nur was von irgendwem nachgeplappert. Und das ist eine Sache, die ganz, ganz viele machen. Wenige informieren sich, schauen mal hinter die Zahlen, auch bei der Corona-Krise jetzt mal ein bisschen Einwohnerzahlen hin und her rechnen und so. Und dann kann man sich selber auch eine Meinung bilden, hat dann eine viel bessere Argumentationsgrundlage, wenn man mit irgendjemandem drüber redet. Aber man ist natürlich ja immer sofort, gerade jetzt Verschwörungstheoretiker oder wenn du anders denkend warst, war es schon immer komisch, wenn ich mit jemandem über Alkohol diskutiert habe, dass ich keinen Alkohol trinke und warum Alkohol schlecht ist, war ich auch immer schon komisch, damals noch als Jugendlicher sogar. Also, was ich sagen will, hinterfragt einfach mal die Dinge ein bisschen. Aber ich habe auch mit vielen meiner engen Freundinnen drüber gesprochen, was sie von Karl S. halten. Und viele sagen, na, der ist arrogant, ich kann seine Art nicht ab, ich mag den nicht, der zieht Leute ab und, und. Und meine Antwort ist aber immer ganz anders gewesen, weil ich lasse jetzt mal diese Sachen einfach mal beiseite. Ich würde trotzdem, feiere ich ihn für das, was er erreicht hat und auch für den, dass er immer noch da steht und Videos macht. Du hast auch Angela Merkel, die kriegt übelst viel Feuer von allen und steht trotzdem immer wieder vor den Leuten und dem Fernsehen und redet. Und da gehört erstmal mega viel Stärke zu, das halt an sich abprallen zu lassen. Und warum ich ihn feiere, ist einfach, weil ich gerne wissen würde, wie er das gemacht hat, was er macht. Und sagen wir mal, du möchtest wissen, wie jemand im Fitnessstudio ist, der ist übelst die Maschine. Du möchtest wissen, wie er es geschafft hat. Dann gibt es zwei Arten von Leuten. Es gibt einmal die, die sagen, ja, der stofft. Und der hat gecheatet und. Und wenn ich stoffen würde, könnte ich das auch. Nee, wenn du stoffen würdest, könntest du es immer noch nicht. Weil du weißt immer noch nicht, wie er trainiert. Du weißt nicht, wie er sich ernährt. Du weißt nicht, was er sonst so macht. Das heißt, es ist nicht immer so einfach, wie es scheint. Es ist nicht immer so, dass wenn jemand stofft, dass der sofort krass wird. Es ist auch nicht so, dass irgendjemand eine Business-Idee hat und plötzlich geht das durch die Decke. Es ist auch nicht jeder, der reich ist, verarscht die Leute. Auch nicht Geld macht die Leute schlecht. Geld ist meiner Meinung nach nur ein Verstärker für das, was sowieso schon da ist. Was ich einfach sagen möchte ist, wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit hätte, von Karl irgendwas zu lernen und von seinem Netzwerk zu profitieren und von seinem Know-how und seinen Erfahrungen, so, dann würde ich das sofort annehmen. Gar keine Frage. Aber trotzdem muss ich nicht seine Sachen kaufen, aber ich kann mir auch die Sachen angucken, die for free sind, dann selber mir Wissen aneignen. Das heißt, das Ganze ist nicht so negativ, wie du immer denkst. Wenn du dir einen Gaming-YouTuber anguckst, dann indirekt macht er da auch Werbung für das Game. So. Stellst du ihn dann an den Pranger, nur weil er diese Sachen da hat? Also weil er das Spiel spielt? Weil sehr wahrscheinlich kaufst du dir das Spiel auch. Aber Karl wird dann fertig gemacht, weil er in einem dicken Mercedes sitzt. Also irgendwie, klar ist das vom Wert her ein Vergleich, der hinkt, aber im Prinzip finde ich, ist es das Gleiche. Schlussendlich meine Message und keine Ahnung, ob das Video überhaupt irgendjemanden interessiert von meinem Kanal, ob ihr überhaupt den Beef mitbekommen habt. Aber ich hoffe, so ein paar Hater oder irgendwie ein paar Kids schauen sich dieses Video anhand der Keywords einfach an. Und was ich euch einfach sagen möchte, bildet euch eure eigene Meinung. Plappert nicht alles nach, nur von euren Idolen, YouTubern, die ihr folgt. Nehmt nicht die Meinung von denen einfach an, sondern hört euch die Meinung an. Hört euch auch die anderen Meinungen an, die Gegenpartei. Und dann macht euch selber schlau. Informiert euch selber über die Dinge, bevor ihr irgendwie ja, so einen riesen Shitstorm auslöst. Und hinterfragt auch mal so ein bisschen, okay, wer verdient wie, wo dran gerade. Damit ist dann meistens die Sache auch ganz schnell geklärt und man ist so durchsichtiger. Ne? Ja, das wollte ich euch einfach nur sagen. Das hat mir irgendwie auf der Seele gebrannt. Ich musste da einfach ein Video zu machen. Und nächstes Mal geht es auf jeden Fall weiter mit
Fitness-Content, Ernährung, Lifestyle und so weiter. Aber das ist ja auch irgendwie ein Stück vom Mindset, ne? Wenn man lernt, dass man sich selber informieren muss und selber sich schlau machen muss und nicht die Meinung von anderen Leuten annimmt. Also ich finde, das gehört zum Allgemeinen dazu. Und ich finde, dieser ganze Beef gerade ist einfach ein super gutes Beispiel für das ganze Thema. Also Leute, macht's gut. Peace. Ciao.